beeindruckend. Und jetzt steht hier die Halle. Zumindest alles, was für Grünwald ist. Ich würde jetzt fast sagen, das Ding ist durch. Es sieht ganz anders aus. Auch wenn Schwerin jetzt in Unterzahl spielt. 7 Tore, es sind noch 3 Minuten. Aber jetzt hat man natürlich die Zuschauer. Man hat natürlich jetzt die Zuschauer im Hintergrund. Das pusht nochmal. Und zwar passives Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Und Kinscher versucht es auf Außenseite. Tor! Ich glaube, das ist auch das, was der Springer Trainer gesagt hat. Spielt so lange wie möglich die Dinge aus, bis das Vorwarnzeichen für das passive Spiel kommt. Geht dann in eine entscheidende Situation, um vielleicht ein Tor zu werfen oder einen 9 Meter rauszuholen. Ganz, ganz clever. Man wartet unheimlich lange und es war bestimmt die 5., 6. Situation, wo immer wieder ein Tor draus entsteht. 34-26 und nochmal dazu gesagt, Schwerin spielt Ostsee-Spreeliga Haresley in der zweiten, nicht andersrum. Und jetzt schön durchgesetzt, die Lücke genutzt. Durch Sarah-Marie Schäfer, ihr 5. Treffer in diesem Spiel. Aber es sind 7 Tore, 2 Minuten. Ich glaube, wir stehen hier kurz vor der Sensation. Und ich kann sagen, Roberto, ich habe vor dem Spiel zu den ganzen Beteiligten gesagt, Mensch, wäre doch toll, wenn wir heute gewinnen. Und alle haben mich belächelt. Ne? Beim Handball ist es nicht wie beim Fußball. Das ist richtig. Beim Handball zählt natürlich die Leistung über 60 Minuten und die Treffsicherheit, die abgeklärt in der Abwehr. Und die war heute auf Schweriner Seiten einfach vorhanden. Unheimlich abgeklärt, unheimlich clever. Schwerin wieder komplett kurz dazwischen. Und hat der Zweitligamannschaft natürlich den Schneid abgekauft. Und jetzt nochmal kurz vor Schluss in 2-Minuten-Strafe. Gegen Sarah-Marie Schäfer. Man sollte natürlich bei diesen Spielern dieses Nachstoßen einfach sein lassen. Das gehört sich einfach nicht. Ja, und jetzt gehen wir in die letzte Minute und ich glaube, die können wir genießen hier in Schwerin. Felkel, Pass auf, Kinscher und der Kemper. Tor! Jetzt funktioniert einfach alles. Jetzt kann man sich auch mal erlauben, einen Zweitligisten vorführen zu können. Super Situation. Jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, wie er zu laufen hat. Und dann stimmt natürlich das Timing und der Abschluss einwandfrei. Unglaublich. Sind noch 40 Sekunden hier. Die Halle rockt hier hinter uns. Das ist unglaublich. Schweres Brot für Nordharesley. So gut in die Saison gestartet waren. Manuela Roth nochmal auf den Kameramann. Dann gibt es nochmal Einwurf für Haresley. Auch der Aber das muss man sagen, sie spielen es komplett zu Ende, trotz dass das Spiel hier entschieden ist. Ja, der Kameramann steht auch sicher da unten. Jetzt nochmal einstellen. Andi Thormann, Wendy Kützel. Schade, schade. Der war nicht drin. Aber das können wir getrost abhaken und der Schönheitsfehler heute. Genau, genau. Und das war's hier. Was? Aus! Die Sensation ist perfekt. Grünwald-Schwerin besiegt den TSV Nordharesley mit 35. Gucken Sie sich die Gesichter von Nordharesley an. Ich glaube, Enttäuschung ist schon sanft ausgedrückt. Ich glaube, das ist Niedergeschlagenheit, Enttäuschung, Traurigkeit, alles in einem. Und ja, natürlich auch. Und die Freude bei Grünwald-Schwerin. Ja, ja. Da sehen unsere Zuschauer jetzt alles abklatschen. Wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich wenige. Aber Lohn, Anerkennung, haben sich die Mädchen heute verdient und jetzt lassen wir sie feiern mit den Fans. Ein Feiertag heute für Schwerin am Einheitstag. Darf der kleine Ostverein Grünwald-Schwerin über den großen Westverein Nordharesley triumphieren. Ja, nur ein kleines Grünwald-Schwerin ja nun auch nicht mehr. Hier entsteht was und das ist zu merken. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und zeigt Ihnen das hier, zeigt auch der anderen Seite, hier entsteht was, hier passiert was. Klasse Mädels, super. Und meine Damen und Herren, wir lassen Sie jetzt hier mit den Emotionen, mit den Impressionen. Alleine genießen Sie es noch ein bisschen, das war ein toller Spiel hier, ein toller Tag für Grünwald-Schwerin.
Ja, meine Damen und Herren, das Spiel ist vorbei. Etwas überraschend. 35-27 für den SV Grün-Weiß Schwerin. Bei mir habe ich jetzt als Vertretung für den TSV Nord-Haresley Maria Schiebrath. Richtig? Richtig. Und Kerstin Felke. Erstmal vielen Dank, dass ihr trotzdem gekommen seid. Und ich wende mich erstmal an unsere Gäste. Wirkt etwas deutlich. 8 Tore Unterschied am Ende. Wie ist das zu erklären? Ja, jetzt so kurz am Spiel kann man einfach nur sagen, dass wir am Anfang hatten wir sehr nervös gespielt, dadurch, dass uns beide Leistungsträger fehlen. Die Spielerinnen aus der zweiten Reihe mussten ran, hatten am Anfang sehr viele Pfostentreffer auch, sodass wir nicht richtig ins Spiel kamen. Jeder Fehler wurde gleich postwendend natürlich von Schwerin ausgenutzt und so, und deshalb kamen wir ziemlich schnell ins Hintertreffen und wir haben in der Abwehr nicht gut zugepackt. Die Torhüter konnten in der ersten Halbzeit nicht viel machen, dadurch, dass die Abwehr kaum da war. Und vorne haben wir einfach zu viele Chancen vergeben und auch die Bälle einfach sinnlos weggeworfen, sodass wir natürlich zur Halbzeit schon gleich mit 6 Toren zurücklagen. In der zweiten Halbzeit, fand ich, waren die ersten Minuten dann wieder ganz gut, wo ich echt dachte, okay, vielleicht packen wir es jetzt nochmal. Aber es war wirklich heute, fand ich, war für Schwerin, das Glück war auf deren Seite auch. Jeder Abpraller war gleich direkt in deren Hände, sodass sie natürlich auch gleich ein Tor machen konnten und so. Ja, ist natürlich, Pokalspiel hat immer seine eigenen Gesetze, ist natürlich auch, ja, ich weiß auch nicht, wir haben uns einfach nachher, denke ich mal, auch einfach aufgegeben, so, das tat nicht Not und ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie einen Bruch gibt für die Saison, ja. Das hoffen wir natürlich auch, dann Glückwunsch an Grün-Weiß Schwerin, ein hervorragendes Spiel. Ich sagte es vorhin im Spiel schon mal, so richtig gerechnet hat damit niemand. Und ich wurde recht belächelt, als ich sage, Mensch, wir könnten das Spiel doch heute gewinnen. Jetzt ist es relativ deutlich ausgefallen. Emotional gefestigt jetzt? Ja, ich denke schon. Sowas baut auf, ne? Wir hatten nichts zu verlieren. Wir sind ganz entspannt in dieses Spiel reingegangen. Für uns war das was Großartiges, einen Zweitligisten hier zu haben. Wir haben gut trainiert die Woche über, waren heute alle wieder mal an Bord. Und wie schon gesagt, wir hatten nichts zu verlieren und hatten einfach gesagt, wir wollen Spaß haben und gucken, was geht. Ja, auch ihr wart am Anfang des Spiels sehr nervös. Hat man gesehen, genau wie Nord-Haresley, ihr habt euch gefestigt. Und der Gegner nicht. Wie kam das? Wie konntet ihr euch das Selbstvertrauen holen, aufrecht zu stehen gegen doch den so starken Gegner aus der zweiten Liga? Naja, wie schon gesagt, wir hatten Glück. Abpraller sind bei uns gelandet. Wir haben einfache Tore machen können. Wir konnten denen unser Spiel aufdrängen. Bei uns hat einfach alles geklappt. Abwehr hat zugepackt, Spielzüge haben geklappt, Posten rein. Also, wie schon gesagt, das Glück war diesmal auf unserer Seite und daraus haben wir natürlich unsere Chancen genutzt und gemerkt, oh, da geht ja doch was und versucht unseren Stiefel einfach weiterzuspielen, das was wir können, schnell nach vorne. Nun hat man auf eurer Seite gesehen, trotz eines scheinbar unaufhobbaren Rückstands kurz vor Schluss, die komplette Bank hat mitgespielt, also scheint ja so zu funktionieren oder stört das eher, wenn so viele Leute reinrufen? Nee, das denke ich nicht, also das ist eigentlich im Moment eigentlich eher so unser Vorteil, dass wir sogar, also bis auf den letzten Mann auf der Bank, dass die alle mitfiebern und so. Ich denke mal, das war so unser Erfolgsgarant für die letzten beiden Punktspiele, die wir hatten. Ja, dieses Mal hat das irgendwie nicht so geklappt. Ja, es ist bitter. Also wir sind bestimmt nicht hierher gefahren, um das Spiel zu verlieren. Also auch wenn es vielleicht teilweise so aussah, aber es... Ey, Glückwunsch an Gegner, die haben toll gekämpft und denen hat das einfach Spaß gemacht und ja. Wo geht's für euch weiter? Habt ihr euer nächstes Ligaspiel? Nächste Woche spielen wir auswärts in Alt-Landsberg. Ich denke mal, es ist ein Aussteiger. Ich glaube, die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Bei denen so, von daher denke ich mal, wird das eine harte Nummer, da überhaupt auch in Alt-Landsberg zu spielen. Das ist immer ein Erlebnis, weil es so eine volle Halle ist, die Fans fiebern mit und so und ich glaube, das wird ziemlich schwer werden, aber ich hoffe, dass wir die Woche über uns wieder fangen können, dass wir das Spiel abhaken. Und dadurch, dass wir jetzt ausgeschieden sind, können wir uns ganz und gar auf die Punktrunde konzentrieren und ja. Ja, Alt-Landsberg, da könnt ihr euch gleich Tipps holen hier noch bei Grün-Weiß-Schwerin. Die haben gerade gegen die zweite von Alt-Landsberg gewinnen können. Und das nächste Heimspiel habt ihr dann wo? Das nächste Heimspiel ist übernächste Woche gegen die Füchse. Das ist natürlich auch nochmal ein Kracher gleich hinterher. Aber ich denke, und wir sind einfach in der Liga, glaube ich, für eine Überraschung gut. Das haben wir die letzten beiden Spiele gezeigt und ich glaube trotzdem, dass wir positiv weiter nach vorne blicken können. Ja, Füchse, das wäre das Stichwort gewesen. Eigentlich hätten heute die Schweriner gegen die Füchse gespielt und das ist nur ausgefallen, weil ihr da zu Gast sein durftet.
Und wenn man dann ein Spiel von euch gucken will, wo muss man da hinkommen? In die Holmberghalle in der Harrislee. Und ja. Die Spiele sind dann wann? Am Samstag immer um 16.30 Uhr. Ja, dann vielleicht verhält sich ja der ein oder andere Zuschauer trotz dieses schwachen Spiels heute bei euch. Für euch geht es jetzt weiter demnächst mit einem Heimspiel? Mhm, nächste Woche Sonntag. Mhm. Ja, wir gehen natürlich mit breiter Brust rein. Das letzte Woche das Spiel abhaken gegen Frankfurt, haben wir leider mit 2 Toren verloren. Wollen wir nicht drüber sprechen, war ein Ausrutscher. Und wie gesagt, nächste Woche gehen wir ganz entspannt mit breiter Brust in das nächste Spiel. Und wen erwarten wir denn hier in der nächsten Runde des DHB-Pokals? Ja, ich hoffe, da kommt immer ein Erstligist, ne? Wäre natürlich nochmal schön, auch fürs Publikum. Ja, das wäre natürlich ein Wunsch. Dann wünsche ich euch beiden, Nordharreslee natürlich für die restliche Zweitligasaison, Schwerin für den DHB-Pokal und die restliche Ostsee-Spreeliga-Saison viel Glück. Feiert noch ein bisschen, betrübt euch nicht so, gute Heimfahrt und vielen Dank fürs Interview. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.